Menschen sind ziemlich verrückt, nicht wahr? Oder erlebt ihr es anders? Deswegen suchen wir dann nach Ekstase, nach Erlösung von diesem Verrücktsein. Von diesen Dingen möchte ich heute Abend etwas erzählen. Heute Morgen um 6 Uhr bin ich aufgestanden, fast 1000 Kilometer von hier, habe zum Fenster hinaus, das liegt hoch über dem Dorf, geschaut, sah die Heidemarie in ihrem roten Flitzer gerade wegfahren, die jetzt hier sitzt, und dachte, heute Abend werde ich sie hier sehen, die ist verrückt. Und ich werde auch hier sein, das ist verrückt. Über dem Ganzen spannt sich ein wunderbarer, wolkengetürmter Himmel, in dem die Sonne aufging. So ein Rembrandt-Himmel. Und ich dachte, es ist immer noch derselbe Himmel wahrscheinlich, ziemlich sicher, wie vor 500 Jahren oder vor 1000 Jahren. Und da waren viele Bäume auch, viel Grün. Maiengrün, und ich dachte, die Bäume sehen auch immer noch aus wie auf den Rembrandt-Bildern, sind wohl dieselben noch wie vor 1000 Jahren. Ich dachte, die wesentlichen Dinge, die verändern sich kaum oder ganz, ganz langsam. Wenn ich aber ins Dorf hinuntergeblickt habe und an all diese Auseinandersetzungen gedacht, die wir da miteinander verwickelt sind, die Menschen, dieses Gerammel, das wir miteinander machen, so dass wir den Himmel meist nicht mehr sehen. In diesem Gerammel ist viel Entwicklung, viel Speed, viel Fortschritt und solche Dinge, meinen wir auf jeden Fall, da tut sich viel im Menschen. Aber es ist vielleicht nicht ganz so wesentlich wie das, was man im Himmel wahrnimmt, der immer noch derselbe ist darin. Ja, und dann, verrückt wie wir sind, flogen wir nach Hamburg, Flughäfen, und viele Menschen und Warteschlangen und all diese verrückten Dinge, wie dass man überall seinen Pass zeigen muss, so Geld bezahlen muss, um einen Wagen zu nehmen, wie man dann rumstößt und so. Dann sind wir müde hier angekommen mit unseren drei jüngsten Kindern, Daniel und ich. Und dann wurden wir durch Hamburg chauffiert, über diese große Brücke da am Hafen zum Beispiel. Da sieht man dann die Stadt und den Hafen und diese unheimlich vielen Dinge, die die Menschen da hin und her schieben. Und darüber wieder den Himmel. Und ja, es war derselbe Himmel. Aufgetönte Wolken, Licht, das durch die Wolken fällt. Nicht nur in der zeitlichen Distanz ist der Himmel immer noch dasselbe, sondern auch in der räumlichen Distanz. Ich kann so weit fahren, wie ich will. Es ist derselbe Himmel, dieselben Bäume. Das Wesentliche bewegt sich kaum, verändert sich kaum oder ganz langsam. Wir merken es nicht in einem Lebensalter. Wenn ich meinen Kopf am Morgen da hinausstrecke in den Himmel, oder heute Abend wieder so mit dem Gefühl, ja, jetzt soll ich hier einen Vortrag halten und ich bin ja noch gar nicht angekommen. Ich brauche drei Tage, um irgendwo anzukommen.
wenn ich dann den Kopf in den Himmel strecke, dann spüre ich etwas von diesem Erlöstsein oder dieser Ekstase, die wir Menschen suchen. Im Wesentlichen findet man es nicht im Gerangel der Menschen. Hier habe ich dann nochmal die Ankündigung gelesen für den heutigen Abend. Da steht drin, Verzicht als Weg, um größere Ekstase zu erlangen. Das ist Tantra. Doch was heißt das? Was beinhaltet das? Tantra, der tantrische Weg, hat nur am Rande etwas mit Sexualität zu tun. Primär ist er eine ganze Lebensphilosophie, eine Haltung dem Ganzen des Lebens gegenüber, eine andere Lebensweise, die Freude, Glück und Fülle in unser Leben bringen soll. Tantra, der Weg des Verzichts. Verzicht auf die Lust, wenn sie nicht von der Liebe getragen ist. Verzicht auf den Vorteil, wenn er nicht im Mitgefühl wurzelt. Verzicht auf den schnellen Gewinn, wenn dieser im Widerspruch steht zu den Bedürfnissen des Ganzen. Tantra ist aber auch der Weg der Erfüllung, die schließlich daraus kommt, dass man beharrlich alles Unstimmige zurückgewiesen hat. Gelernt hat, mit der voreiligen Befriedigung zuzuwarten, bis alles und jedes im Gleichgewicht ist. Tantra ist der Weg des höchsten Anspruchs. Ein Weg für denjenigen, diejenige, die sich mit dem bescheidenen Glück des Mittelmaßes nicht zufrieden geben kann. Es ist uns ein Anliegen, aufzuräumen mit allen falschen und halbherzigen Vorstellungen über Tantra, mit dem Missbrauch einer tiefsinnigen Geisteshaltung für die Zwecke des Vergnügens. Wir wollen eine Geisteshaltung, welche in der Welt immer mehr droht, ganz verloren zu gehen und dieser gerade heute so sehr Not täte, nahebringen und erläutern. So stand es in der Ankündigung für den heutigen Abend. Von diesem tantrischen Weg, so wie ich ihn verstehe, will ich heute Abend etwas erzählen. Tantra ist seit einiger Zeit ein Schlagwort, jedenfalls in spirituellen Kreisen geworden. Es gibt unzählige tantrische Angebote. Damit habe ich nichts zu tun. Tatsächlich habe ich keine Ahnung, ob sich das, was dort geübt wird, irgendwie deckt mit dem, was wir unter Tantra verstehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Möglicherweise nicht, aber ich müsste hingehen, um das zu wissen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe keine Kinder. Tantra nenne ich etwas, was ich aus meinem Innersten geschöpft habe, zu dem ich dann erst nachträglich fast zufällig eine Verbindung gefunden habe in den klassischen tantrischen Ritualen, über die ich dann gelesen habe, und das schließlich zu einem Weg geworden ist in unserem Leben, einem Weg sowohl in unserer Arbeit wie in unserem persönlichen Sein. Um darauf näher einzugehen,
muss ich aber zuerst ein wenig ausholen. Wir, unsere Kinder, Daniel und ich, wir leben in einer wachsenden Gemeinschaft. Das sind im Moment ca. 70 Erwachsene und 60 Kinder, die sich allmählich aus unserem Wirken entwickelt hat und nun seit ca. 8 Jahren bestehen. Bevor dies geschehen konnte, wir haben lange darauf gewartet. Ich habe immer von Gemeinschaft gepredigt, aber um mich war lauter Einsamkeit. Zuerst hatten wir eine lange Durststrecke durchzustehen. Das heißt, die eigentlich eigene Entwicklung voranzutreiben, die Einsamkeit zu integrieren, das Alleinstehen zu lernen, sodass die Voraussetzungen dafür überhaupt gegeben waren, dass Gemeinschaft dann entstehen konnte. Ich denke, das geht jedem so. Man wird da zuerst in die Wüste geschickt, sonst hält das Ding nachher nicht. Das war die Tätigkeit als Psychotherapeut. Die Jahre als Psychotherapeut. Mein Therapieverständnis hat sich im Laufe der Jahre, seitdem ich als Psychotherapeut unterwegs bin, ziemlich verändert. Laufend immer wieder verändert. Über verschiedene Zwischenschritte bin ich schließlich dort angelangt, wo ich heute stehe. Heute sehe ich Therapie mehr als ein freundschaftliches Gespräch. Alle Methoden, alle Techniken, die ich gelernt habe, die ich kennengelernt habe, sind allmählich wieder von mir abgefallen. Sogar jeden Versuch, eine Veränderung, eine Verbesserung, eine Heilung zu bewirken, habe ich mit der Zeit aufgegeben. Gesehen, man ist damit nicht in Berührung mit dem Wesentlichen, sondern in Berührung mit dem oberflächlichen Gerangel der Menschen. Im Wesentlichen ändern sich die Dinge nicht so schnell. Man muss nichts tun. Man kann niemandem helfen vor allem. Man kann nichts verändern. Man kann lediglich Zeit miteinander verbringen. Man kann lernen, mit dem zu sein, was ist. Die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Und dann gerade darin, in einem Zusammensein ohne jede Absicht, ohne jedes Motiv, ohne jedes Ziel, in einem schlichten Zeitverbringen miteinander, in einem freundschaftlichen Zusammensein, geschieht dann erstaunlich viel. Wachstum nämlich, so wie es im Wesentlichen geschieht. Die Dinge wachsen. Das braucht viel Geduld. Geduld, welche die Essenz der Liebe ist. Wachstum geht langsam vonstatten. Alles Natürliche wächst fast unmerklich langsam. So wie Bäume wachsen, so wie Kinder wachsen. Und alles findet darin seinen Platz, in dieser Art des Zusammenseins. Sogar zuweilen das, was man früher lernte, dass es Therapie sei. Konfrontation, einander sagen, wie man sich sieht, aufdecken, bewusst machen, Widerstandsbearbeitung, Übertragungsgeschichten, all diese Dinge. Beherrsche das Nicht-Tun und alles wird um dich herum wie von selbst geschehen.
Er kannte schon Lao Tse vor einigen tausend Jahren, glaube ich. Dieses Gesetz des Wesentlichen. Eine Zeit lang, zuerst hatte ich fast ein schlechtes Gewissen, für eine so schlichte Tätigkeit bezahlt zu werden. Eigentlich biete ich ja nichts, tue ich nichts, weiß ich nichts. Alles, was ich anzubieten habe, ist mit dir zu sein. Dir meine Aufmerksamkeit zu schenken. Mit dir ein Stück deines Weges zu gehen. Oder dich auf meinem Weg ein Stück mitzunehmen, wenn du das willst. Erstaunt hat mich auch zuerst, dass da überhaupt noch ein Interesse da war, bei den Menschen sich auf diese Weise mit mir einzulassen. Und sogar viel mehr als vorher. Schließlich habe ich mich dann aber da hinein ergeben können. Wir leben in einer verrückten Welt. Wir sind ziemlich verrückt, wir Menschen. In einer Welt, die viele eigenartige Einrichtungen hat. Wie diese Dinge, dass man da ein Euro reinschieben muss, um einen Wagen zu kriegen, Geld bezahlen muss. Alles geht ums Geld. Eine Welt voller eigenartiger Einrichtungen. Und ich habe sie nicht eingerichtet. Ich hätte wohl einiges anders gemacht, vielleicht nicht besser, aber sicher anders, wenn ich sie eingerichtet hätte. Ich bin lediglich in dieser Welt aufgewacht. Und fand mich aufwachenderweise in dieser eigenartigen Situation, dass ich Geld bekomme, dafür Freundschaften einzugehen. Freundschaften zu schließen, Freunde zu begleiten, für Freunde Zeit zu haben. Plötzlich konnte ich das Wunderbare daran sehen. Wie schön, dass das Schicksal mich an diesen Platz stellt, wo ich Freundschaft pflegen kann und dafür meinen Lebensunterhalt bestritten kriege. Warum soll ich mir den Kopf zerbrechen deswegen, Schuldgefühle machen? Warum soll ich es nicht genießen, dass es so eingerichtet ist? Alles ist gut, so wie es ist. Jedenfalls für den, der so weit gegangen ist, dass er alles nehmen lernte, zuerst, so wie es ist. Da findet nämlich eine wundersame Wandlung statt, die zu einem Zustand führt, aus dem heraus dieser Satz volle Gültigkeit hat. Alles ist gut, so wie es ist. Die Welt ist verrückt. Verrückt eingerichtet, aber es ist gut, so wie es ist. Weil es ist folgerichtig. Es entspricht unserem Zustand. Außen bildet sich ab, wie wir innen sind. Es ist genau richtig so. So sieht heute mein Therapieverständnis in etwa aus. Und vor diesem Hintergrund haben wir mit der tantrischen Arbeit und mit dem Leben in Gemeinschaft begonnen. Es kam dann. Plötzlich war es da. Es geschah.
aus der Einsicht heraus, dass man zusammen leben muss, zusammen viel Zeit verbringen muss, damit sich das Wesentliche, das Wesen der Menschen zeigen kann und wirklich etwas Essentielles aus unserem Zusammensein hervorwachsen kann. Deswegen leben wir in Gemeinschaft. Auch in der tantrischen Arbeit, so wie in der Psychotherapie, lehnen wir alle Übungen und alle Rituale, alle reizvollen Unterhaltungen ab. Sein mit dem, was ist, sich zeigen in dem, wie es ist. Es ist fast langweilig manchmal, oft ermüdend, oft zermürbend, so vorzugehen. Eigentlich ist es gar kein Vorgehen, eigentlich tun wir irgendwie nichts, obwohl wir auch ziemlich müde sind am Abend davon, natürlich. Alles, was wir wollen, ist zusammen sein und dich sehen. Dich sehen, so wie du bist. Einander sehen, wie wir sind. Im Umgang mit dem Leben, im Umgang mit uns selbst, im Umgang miteinander und im Speziellen dann auch im Umgang mit der sexuellen Kraft. Ungeschminkt hinschauen. In der gewöhnlichen Therapiestunde, wie ich da früher hineingewachsen bin, stößt man immer wieder auf die leidigen, alles beherrschenden sexuellen Probleme zwischen Männern und Frauen, zwischen Frauen und Frauen, Männern und Männern, in den Frauen, in den Männern, trotz aller sexuellen Revolution, ein riesiges Elend. Man hört immer davon, aber man bekommt es nie wirklich zu sehen. In der tantrischen Therapiestube wollen wir das sehen, weil es kann nicht heilen, wenn es nicht gesehen ist. Man kann es nicht erkennen, wenn es sich nicht zeigt. Das braucht es. Das ist eigentlich alles. Darin, im Nichttun, nüchtern, langweilig, trostlos, im Sein mit dem, wie du tatsächlich bist, beginnt dann etwas zu geschehen. Alles liegt auf dem Tisch, alles liegt auf der Hand. Die Tür zu jedem Schlafzimmer und seinem Elend ist geöffnet, man kann hineinschauen. Da ist jemand, der sich zeigen will und jemand, der diesem sich zeigen eine liebevolle Aufmerksamkeit gibt. Und siehe da, da drin kann sich deine Wahrheit, deine beängstigende und unterdrückte Wahrheit und die sexuelle Kraft allmählich zeigen. Sie beginnt sich zu wecken, vorzutasten. Viel Angst ist in der Regel zu überwinden. Viel Widerstand anzuschauen, viel Unehrlichkeit auch einzugestehen. Deshalb ist es dann doch wieder Therapie, tantrische Therapie halt, tantrische
Psychotherapie. Aber neben dem Elend zeigt sich auch die Freude allmählich, die Schönheit, die Neugier erwacht. Und schließlich, nach vielen Irrtümern und Verwirrungen, beginnt sich, man bildet dann Worte, um sich überhaupt verständigen zu können über diese Dinge, ein tantrischer Kreis, so wird das nennen. Das Glück liebenden Bezogenseins beginnt sich zu zeigen, statt eifersüchtigen Abgegrenztseins zum Beispiel. Ganz natürlich beginnt es sich zu zeigen, fast von selbst. Darüber kann man schwer reden, schwer schreiben. Das muss man erleben. Erleben, wie Gemeinschaft ist. Wie wirkliches, erwachtes Leben ist. Was Liebe ist. Normalerweise projizieren wir Menschen unsere Heilserwartungen auf andere. Wenn wir uns verlieben zum Beispiel oder in der Psychotherapie. In der Psychologie reden wir von Übertragungen, mit denen wir dann in der Therapie arbeiten können. Das Heil erwarten wir und immerhin das, richtigerweise von der Verschmelzung. Ohne uns aber in der Regel und am Anfang klar zu sein, was wir eigentlich suchen. Die Verschmelzung in ihrer einfachsten Form ist die Liebesnacht. Wir erhoffen uns das Heil vom Verlieben. Einer anderen Person zu verschmelzen, dann, ihr kennt das alle, ist die Welt für einen Moment lang wunderbar und alles ist richtig, so wie es ist. Es hält nur meist dann nicht endlos lange an. Weil das ist eine unreife Form von Verschmelzen, eine kindliche Form. Die differenzierteste Form der Verschmelzung dann ist die Erleuchtung, so wird es genannt, das Einssein mit der Welt. Dann, wenn man mit dem Himmel wieder eins ist, mit den Bäumen und allem Wesentlichen, was dem Menschlichen unterliegt. Das ist das, was wir alle letztlich suchen, diese höchste Form der Verschmelzung, die Erlösung vom Ich, das Durchdrungensein vom Du, ohne dass wir es meist wirklich wissen, was wir suchen. Und zwischen diesen beiden Extremen, zwischen dieser kindlichen Suche, das Heil in einem anderen zu finden und dem schließlichen Ankommen im Ganzen, im Einssein mit dem Ganzen, liegt das Herz, die verantwortete Liebe, das Aufgehen in einem Herzen.
Das Verlieben hat viel mit der Beckenenergie zu tun. Die Erleuchtung ist das Erwachen für die Kopfenergie. Dazwischen liegt das Herz, das Erwachen im Herzen. Das, was den Übergang von der einen zur nächsten Stufe vorbereitet, ist der Verzicht. Die Bereitschaft, die in einem wächst, auf das Glück der vorhergehenden Stufe, allenfalls auch zu verzichten, um das Umfassendere, das man vage zu erahnen beginnt, zu erlangen. Das heißt, Verzicht auf die schnelle Befriedigung, den schnellen Orgasmus auf der ersten Stufe, die Bereitschaft, auch den Schmerz des Herzens lieber zu tragen, als den Genuss zu frönen. Es braucht schon viel Reife, dass ein Mensch das will, das einsieht, dass das ein notwendiger Schritt ist. Und die Willigkeit, dann schließlich über das Menschliche hinauszugehen, die Wärme der Herzensverbundenheit allenfalls sogar zu verlassen, die persönliche, du gemeinte Liebe zu verlieren, um mit der Kälte und Stille des Ganzen, des Universums, mit dem, was über das Menschliche hinausgeht, eins sein zu können. Sich mit diesem Prozess auseinanderzusetzen, sich in diesen Innenprozess einzuklinken. Dazu laden wir ein in unseren Seminaren, in unseren Abendgruppen, in unserer Gemeinschaft. Ein steiniger Weg zuerst. Auch hier werden wir dann anschließend zwei Seminare geben. Wir können dann am Schluss informieren für diejenigen, die sich allenfalls noch interessieren. So viel also zu unserem Hintergrund und zur Gemeinschaft, die um uns herum gewachsen ist, um so ein Background zu schaffen für das, was ich eigentlich erzählen will. Grundsätzlich kann man sagen, hat Gemeinschaft, wirkliche Gemeinschaft, die es in der Welt fast nicht gibt, also ein liebendes Aufeinanderbezogensein, in dem man sich voll verantwortlich fühlt füreinander sorgt, zueinander schaut. Grundsätzlich hat wirkliche Gemeinschaft immer eine Aufgabe. Jede Gemeinschaft, deswegen sieht es in der Welt ja so aus, wie es aussieht, deswegen ist es so verrückt geworden, versucht auch diese Aufgabe auf verschiedenste Weise zu umgehen, diese Unbequemlichkeit, dass man die Bürde des anderen mitzutragen hat, abzuschütteln. Das macht die Verrücktheit in der Welt, oder nicht? Aber darauf will ich heute Abend nicht mehr eingehen. Die Aufgabe in unserer Gemeinschaft, in der wir leben, die um uns herum entstanden ist, die sich natürlich auch immer wieder verändert, neu zeigen kann, liegt gemäß der Entstehung dieser Gemeinschaft im therapeutischen Bereich.
Zuerst einmal gibt es für jeden die individuelle Aufgabe. Und die ist in unserer Gemeinschaft natürlich dieselbe wie überhaupt in der Welt. Für jeden. Wisst ihr, was individuell unsere Aufgabe ist, wenn wir hier sind, auf der Erde? Es ist die Selbstfindung zu erwachen, ist unsere Aufgabe. Zu wachsen, zu reifen. Was ist Selbstfindung? Das im Moment gerade so sagen, die Aufgabe besteht darin, sich selbst so weit zu bändigen, das wilde, ungezügelte Tier in sich zu bändigen, bis es liebesfähig wird, sich selbst zu bändigen, bis man lieben kann. Dies beinhaltet natürlich, wie wir alle wissen, vor allem seine Emotionen zügeln zu lernen, innerlich still werden zu können, eine konzentrierte Kraft zu sein. Und das beinhaltet vor allem zu den anderen hin, andere unbegrenzt lieben zu können, lieben zu lernen. Das heißt, sie zu nehmen, wie sie sind und ganz schwierig für die meisten, freizulassen bezüglich ihrer Lebensführung, Raum zu lassen, darin ihr Leben leben. Es beinhaltet, dass wir uns freuen an der lebendigen Bewegung, die der andere ist und nicht, dass zum Beispiel in Partnerschaften immer wieder zu sehen ist, dass da der Versuch ist, die lebendige Bewegung im anderen zu unterdrücken. Die nächste Aufgabe dann, das ist sozusagen der Eintrittspreis, der zu bezahlen ist, um mit den tieferen Geheimnissen der Gemeinschaft in Berührung zu kommen, Anteil zu haben an den Früchten, die sie hervorbringt. Wir nennen das den tantrischen Kreis, die Herzgruppe und solche Dinge. Das werden wir dann in den Seminaren näher erläutern, was wir darunter verstehen. Diese nächste Aufgabe besteht dann darin, zum Beispiel zuerst einmal eine wirklich feste Beziehung einzugehen. Eine Beziehung für immer. Mit allem Drum und Dran und mit aller großer Verbindlichkeit, großem Commitment aneinander. Und in dieser Beziehung findet dann statt, dass man lernt, einander zu bändigen, einander gegenseitig zu bändigen, bis miteinander zu ringen, bis eine unverbrüchliche Liebe daraus geworden ist. Und wenn man einerseits völlig verbindlich ist, sich aber gegenseitig auch ganz und gar freilassen kann, der andere darf sich selbst sein. Eine Liebe, die, wenn sie dann wirklich gewachsen ist, überschwappen kann und überschwappen will im Nachbarsgarten und in die Welt hinein. Und erst damit wird man dann brauchbar für die Aufgabe, welche die Gemeinschaft als Ganzes hat in der Welt, nach außen nämlich ein Feld von Liebe herzustellen, das, was man selbst gelernt hat, in die Welt zu tragen und weiterzugeben, einem Dritten, einer Vierten, anderen überhaupt. Dieser ungeheuerliche Versuch, in dem man sich immer nur als Scheiternder fühlen kann, die Menschheit zu bändigen.
seinen Beitrag dazu zu leisten, dass vielleicht irgendeinmal die Menschheit gebändigt ist und vereint in einem Feld von Liebe. Natürlich verläuft das alles nicht so linear, wie ich das jetzt hier beschreibe, sondern man beginnt mit allem und auf allen Ebenen gleichzeitig. Man ist einfach in die Welt gespuckt und als Zauberlehrling fängt man an und versucht sein Bestes und scheitert elendiglich daran, meistens. Aber man wächst auch daran. Interessant in einer Gemeinschaft oder überhaupt unter Menschen ist immer wieder zu schauen, wer die Aufgabe überhaupt erkennt, wer sie angenommen hat und wo jeder Einzelne bezüglich ihres Vollzugs steht. Wenn ich zum Beispiel in der Zeitung lese, dass irgendeine Schauspielerin, ich habe den Namen vergessen, 3000 Handtaschen und ebenso viele Schuhe, 500 Paar Schuhe besitzt, dann weiß ich, die weiß nicht, was sie soll mit ihrem Leben, mit ihrer Energie. Deswegen gibt sie sie mit so einem Unsinn rein. Sie sieht ihre Aufgabe nicht, warum sie wirklich hierher gekommen ist. Es ist interessant zu sehen, wo steht jeder Einzelne in Bezug auch dann zum Vollzug dieser Aufgabe. Da gibt es ganz unterschiedliche Reifegrade unter den Menschen. Und eine Frage ist auch, oder eigentlich ist es für mich keine Frage, sondern eine Offensichtlichkeit, dass diese Berufung, diese Aufgabe, die Aufgabe in Gemeinschaft überhaupt ist, die Aufgabe in der Gemeinschaft der Menschen überhaupt, nicht nur in unserer Gemeinschaft, sondern das ist der Ort, wo wir erkennen, das ist unsere Aufgabe und dann sehen wir, ah, das ist die deine Art. In den letzten 1 bis 2 Jahren hat sich diese Aufgabe nach außen, in die Welt hinaus, in unsere Gemeinschaft, ganz allmählich, zögerlich zu formieren begonnen. Es ist ja immer so, dass man eigenartigerweise dann mit etwas beginnen muss, wenn man gerade noch überhaupt keine Ahnung davon hat. Zum Beispiel, man kriegt Kinder, ja, man hat das noch gar nicht gelernt. Aber so ist das Leben. Um für die Bewältigung dieser Aufgabe ein entsprechendes Instrument zu haben, bemühen wir uns gegenwärtig, eine therapeutische Universität zu begründen. Eine therapeutisch-tantrisch-spirituelle Universität. Diese therapeutische Universität ist bezüglich dieser Aufgabe eigentlich nichts anderes als eine Organisationsstruktur, unter deren Dach sich alle Kräfte der Gemeinschaft versammeln können, die fähig geworden sind, diese Aufgabe der Gemeinschaft nach außen zu erfüllen, also das Gelernte in die Welt hinauszutragen. Wir sind eine therapeutische Gemeinschaft, viele darin werden Therapeuten. Dadurch, dass sie darin wachsen. Je mehr Mitglieder der Gemeinschaft fähig werden, ihren diesbezüglichen Beitrag einzubringen und gleichwertig nebeneinander zu stehen,
desto mehr wird diese therapeutische Universität blühen und zu einer tragenden Struktur werden, die aus sich selbst heraus lebt. Wenn das nicht entsteht, dann ist es nur ein doofes Institut mehr in der Welt, das keine Bedeutung hat. Die wirkliche Universität wäre das Feld von Liebe. Wenn das nicht entsteht, sondern die üblichen Querelen da im Zusammensein die Hauptrolle spielen und man sich einfach einen Namen gibt, das ist nichts. Es ist nicht wesentlich. Es gehört nicht zum Wesentlichen wie der Himmel und die Bäume, sondern nicht zu dem, was gewachsen ist, sondern zum Unsinn der Menschen, zu unserer Verrücktheit. Die therapeutisch-tantrisch-spirituelle Universität heißt natürlich so, weil wir diesen therapeutisch-tantrisch-spirituellen Weg gehen. Und natürlich, weil sich Universität auf Universal und auf Universalismus beziehen, also auf eine Denkart, die den Vorrang des Allgemeinen, des Ganzen, des Umfassenden betont, des Wesentlichen. Dieser tantrische Weg ist dasselbe wie die individuelle Aufgabe in der Gemeinschaft. Er besteht nämlich darin, sich selbst zu finden, sich selbst zu bändigen, wie ich das nennen würde, bis man liebesfähig geworden ist. Das Mittel dazu ist zuerst die Befreiung von der Konditionierung, Selbsterkenntnis, den Weg der Selbsterkenntnis und dann das, was ich den Weg des Verzichts nenne. Sofern man Hilfe braucht auf diesem Weg, beansprucht man dann die tantrische Therapie. Das ist der Weg der Zurückweisung. Der Schlüssel darin ist die Überwindung, und das ist ein ganz heikles Ding, des Inzest-Tabus. Ich werde gleich auf diese Dinge zurückkommen. Warum gehen wir überhaupt diesen Weg? Offensichtlich, wenn ich euch zuschaue, mir zuschaue, den Menschen zuschaue, sehe ich, braucht man, jeder von uns, von Zeit zu Zeit eine neue Liebesgeschichte. Oder nicht? Braucht man. Sonst hält man diese Verrücktheit hier nicht aus. Und zwar braucht man das in allen Bereichen des Lebens, nicht nur auf der Beziehungsebene. Sonst erstarrt man im Gewohnten, es wird einem langweilig, man wird depressiv. Es ist im beruflichen Bereich so, es ist in Bezug auf das Wohnen so, in Bezug auf den Lebensstil, sogar in Bezug auf die Kinder, deswegen habe ich schon noch. Es ist einfach nicht genug, nur eine Liebesgeschichte zu leben, oder nicht? Das wäre ein viel zu mageres Leben. Dem stellt sich aber tragischerweise unser unseliger Glaube, unsere Überzeugung in den Weg, es dürfe nur eine einzige Liebe in unserem Leben geben. Davon, das ist die Konditionierung, muss man sich radikal lösen. Dass jeder ausnahmslos viel mehr braucht, zeigt sich ja auch in der Tatsache, dass die meisten Menschen heute Beziehungen leben, jedenfalls in unserem Kulturkreis, die nach 3 bis 4 Jahren zu Ende gehen.
im Konflikt ersticken oder versanden oder, sofern sie sich dazu nicht aufraffen können, den Rest des Lebens in einem toten Miteinander stecken bleiben. Das ist das, was man in der Psychotherapie täglich sieht. Wenn man Seminare gibt, sieht man Beziehungen entstehen, man sieht, wie sie stumpf werden, man sieht, wie sie konflikthaft werden und dann eben nach 3 Jahren wieder zerbrechen oder dann zu einem chronischen Innen werden. Nicht alle, aber das ist oft so. Die Kunst wäre nun, diesem Bedürfnis nach vielen Liebesgeschichten in seinem eigenen Leben, aber auch im Leben der anderen, der Geliebten vor allem, Raum zu geben. Das ist der Schritt, der zu lernen ist. Das würde dazu führen, dass die alte Liebe nicht mehr sterben müsste, nicht mehr zerstört werden müsste, sondern eine neue Liebe integrieren, beherbergen, fassen könnte. Das wäre der Schritt von der romantischen Liebe zu zweit, die meist dann doch ein Elend wird, zu Gemeinschaft. Das wäre nicht nur der Schritt zu Gemeinschaft, sondern das wäre die Lösung des menschlichen Problems. Das ist der Schritt zum Sorgen füreinander, zum Füreinanderleben statt gegeneinander. Es wäre das Erwachen der Liebe im menschlichen Geschlecht. Das hat noch nie wirklich stattgefunden. Es wäre ein Wunder. Und es wäre dann auch die Lösung der so schwer verständlichen Inzestproblematik, ohne deren Lösung keine Freiheit in diesen Dingen möglich sein wird. Darum gehen wir diesen Weg, weil wir diese Lösung suchen, diese Fülle wollen, nicht ohne wirkliche Liebe leben können, wie es in der Welt sonst üblich ist. Nun haben wir also, wenn wir das alles verstehen wollen, sowohl den persönlichen Weg des Verzichts, die tantrische Therapie, das heißt den Weg der Zurückweisung und die Überwindung des Inzesttabus zu umschreiben und zu definieren. Das ist ein schwieriges Unterfangen, vor allem da der Abend schon fortgeschritten ist. Aber ich will es versuchen. Den Weg des Verzichts habe ich schon in der Einleitung umrissen, was ich da aus dem Ankündigungstext vorgelesen habe. Tantra bedeutet eigentlich ganz einfach, den Orgasmus, die Befriedigung, möglichst lange zurückhalten zu können, um zu möglichst intensiver Ekstase zu gelangen. Dies wendet man aber nicht nur auf die Sexualität an, das wäre eine ziemlich kindische Angelegenheit, sondern auf alle Lebensbereiche Energie halten zu können, nicht ständig verlieren zu müssen, ständig ausgeben zu müssen, sondern ein hohes Energiepotenzial halten zu lernen, sodass man wirklich ekstatisch leben kann. So wie ich es am Anfang gesagt habe, wach zu sein für den Himmel und nicht erstickt im menschlichen Gerangel. Man lernt sich zu zügeln, man bändigt sich selbst, man hört auf, ein Getriebener zu sein und wird stattdessen zu einem, der seine Kräfte, seine Pferde im Griff hat, mit ihnen umgehen kann und sie dann einsetzt, wann und wo er will. Das heißt, sich aller Unstimmigkeiten zu enthalten, seine Energie nicht für Blödsinn, für Anpassung und so weiter zu verschwenden,
sondern zu sammeln und sie dann dort zu entladen, wo es einem wesentlich erscheint. Deswegen ist der Weg des Verzichts schließlich dann auch der Weg der Erfüllung. Man lernt, dem Leben abzuringen, was es wirklich zu bieten hat. Man wird zum stillen Genießer. Dies zu lernen ist natürlich schwierig, weil Verzicht, Zurückhaltung, sich nicht gehen lassen, einen mit vielen schwierigen Gefühlen konfrontieren, die wir normalerweise überhaupt nicht schätzen. Einsamkeit vor allem und letztlich. Genau aus dem Nehmenkönnen dieser Gefühle gewinnt man aber schließlich die Energie, die man sucht und die einem Freude und Ekstase ins Leben bringt. Wenn man Hilfe braucht auf diesem Weg, begibt man sich üblicherweise in eine Therapie. Bei uns nennen wir sie zum Beispiel manchmal die tantrische Therapie, den Weg der Zurückweisung. Eine solche Therapie läuft meist so ab, dass ein Ungebändigter kommt und natürlich gleich alle Freuden des Lebens haben möchte, die dieses uns aber nur gewährt, wenn wir ganze, integere, gesammelte Menschen sind. Man kriegt das Paradies nicht umsonst. Er will das Glück, die Freude, die Ekstase zu einem Vergnügen machen, zu etwas Seichtem, dass er sich tributlos einziehen kann. Das wollen alle Menschen, alle sind in der Vergnügen her. Und er muss dann lernen, dass Einsicht leicht zu gewinnen ist, aber für sich allein noch nicht viel nützt. Er muss verstehen, dass es viel wichtiger ist, denjenigen zu finden, der Einsicht dann auch folgen will. In der Regel geschieht dies direkt über die Beziehung zum Therapeuten oder zur Therapeutin. Das heißt, das Gegenüber verliebt sich und möchte den Wünschen, die daraus kommen, nachgehen. Die erste Stufe, das kindliche Verschmelzen. Er will sich verlieben. Dies würde natürlich nicht in Glück und Liebe, sondern im üblichen Beziehungsdesaster mit besitzen wollen, einander beherrschen und kontrollieren wollen und den entsprechenden Konflikten, die damit einhergehen, enden, wenn man darauf eingehen würde. Deshalb kommt die Zurückweisung. Der Adept muss zuerst lernen, zu lieben für nichts und wieder nichts. Das ist die Bedingung. Lernen zu lieben, ohne zu fordern. Lernen, dass Liebe vollkommen frei lässt, sich nicht einmischt. Frei lässt, ohne unverbindlich zu sein. Dass sie vollkommen unverbrüchlich ist, ohne anzuklammern. Und das ist eine große Kunst, die da zu lernen ist. Das wissen wir alle, wenn wir uns mit diesen Dingen schon beschäftigt haben. Und diese Kunst lernt man zuerst fast eigenartigerweise über die Zurückweisung, durch das Zurückgewiesenwerden. Du kannst mich nicht kriegen, bevor du dies alles nicht gelernt hast, bevor nicht alles stimmt, bevor du nicht gut riechst. Das heißt, du musst aufhören zu rauchen. Bevor du nicht eine schöne Energie bist, bevor du es wirklich meinst, nicht nur
für den Moment der Lust, bevor du mich wirklich sein lässt, wie ich bin, und nicht vergewaltigen willst zu deinen Vorstellungen und so weiter. Zurückweisen, zuerst lernen. Oft läuft diese Zurückweisung nicht nur in der persönlichen Beziehung zum Therapeuten, sondern ebenfalls bei uns in der Gemeinschaft als Ganzen, die aufgenommen sein will. Natürlich kann er einfach kommen, sich bei uns niederlassen. Es gibt keine Mitgliedschaft oder so etwas. Jeder kann einfach kommen. Am meisten kriegt er dann nichts oder nicht viel. Jedenfalls nicht von den fortgeschrittenen Mitgliedern, sofern er nicht Wesentliches zu bieten hat. Er bleibt am Rand. Und wieder, das Wesentliche für uns ist eine ganze Liebe. Die Fähigkeit zu konfliktfreiem Zusammensein. Ein ganzes Eingelassensein, das nicht binden will. Ein völliges Commitment, das nicht zum Gefängnis wird für die anderen. Eine vollständige Freiheit auch. Ein einander völlig freilassen. Indem aber nichts Oberflächliches, nichts Seichtes, keine Gefahr des Verlassenwerdens lauert. Man wirft uns manchmal vor, ich bin immer stolz darauf, wir hätten einen hohen Anspruch. Es ist ein hoher Anspruch, zu fordern, ich will ein Liebender sein, ich will, dass du mir als Liebender begegnest. Aber was macht denn sonst Sinn? Dies alles wird der Adept nur lernen, wenn es ihm gelingt, das Inzest-Tabu zu überwinden. Damit gehen wir aufs Glatteis. Ich habe zünftig auf die Nase gekriegt, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Was ist das Inzest-Tabu? Worin besteht seine Überwindung? Warum muss das überwunden werden? Das Inzest-Tabu ist etwas vom Schwierigsten, was auf dem Weg der Selbsterkenntnis zu verstehen und zu knacken ist. Es ist eben ein Tabu und außerdem das Gewaltigste, dem wir unterstellt sind, das uns beherrscht. Man kann es nicht begreifen, wie jedes Tabu, bevor es nicht aufgelöst ist. Die Auflösung ist das Begreifen. Dem steht aber eben das Tabu entgegen. Und es braucht unheimlich viel Mut und alleinstehen können, um sich zu getrauen, sich dem zu nähern und sich das mal ganz genau anzuschauen. Darüber zu erzählen dann ist eigentlich relativ einfach, aber es verursacht endlos Missverständnisse, wenn es jemand nicht verstehen kann, weil er unter dem Einfluss des Tabus steht. Es schafft selten Klarheit, wenn man darüber redet. Trotzdem versuche ich es wieder einmal. Das Inzest-Tabu, so habe ich es mir bei der Selbsterforschung herausgefunden, bildet den Kitt in unserer Konditionierung. Der Konditionierung auf Sicherheit, auf Kontrolle, Besitzen und Besessenwerden.
statt liegende. Es hält das ganze Gebäude der Wirklichkeitsauffassung, dem wir unterworfen sind, zusammen. Das Inzesttabu befiehlt uns, nicht gedankenlos dem Gesetz der Anziehung zu folgen. Das heißt, es bringt den Gedanken rein, das Bild, es nimmt uns die Unschuld. Wir sind fortan verpflichtet zu wissen, Adam und Eva, die Vertreibung aus dem Paradies, zu wissen, was wir dürfen und was nicht, die Erkenntnis von Gut und Böse. Wir müssen wissen, was wir dürfen und was nicht, auch wenn uns das grundlegendere Gesetz in uns, das Gesetz der Anziehung, etwas anderes zeigt. Du darfst nicht hier, das ist deine Mama. Hier darfst du keine sexuellen Empfindungen haben, das ist deine Tochter, dein Sohn, die Frau deines Freundes, deiner Freundin, von deiner Freundin und so weiter. Der Moral, dem gedanklichen Konzept, wird über das Inzesttabu ein Vorrang über die Wirklichkeit des Empfindens eingeräumt. Das, was sich gehört, wird wichtiger als das, was ich allenfalls fühle. Das, was ich weiß, was ich denke, wird wichtiger als die unmittelbare sinnliche Erfahrung. Meiner Meinung nach ist in diesem Bereich die Entstehung der Psychosen, die letztlich immer noch unerklärlich zu sein scheinen und deshalb als endogen, als erblich betrachtet werden, anzusiedeln. Und natürlich auch die ganzen Entgleisungen, wie man sie täglich in den Zeitungen liest, im Bereich der Sexualität, Pädophilie, diese schlimmen Dinge, die da gerade wieder in Spanien enthüllt worden sind, Sexualverbrechen und so weiter, all das begründet sich da drin. Ich weiß nun, oder sollte zumindest, viele wissen es eben dann trotzdem nicht, dass nicht sein soll, dass ich die Frau meines Freundes begehre, obwohl dem vielleicht tatsächlich einfach so ist. Wie wenn dies von meinem Wollen gesteuert würde. Welcher Verwirrung ich da ausgesetzt werde. Und wenn ich zu den Unglücklichen gehöre, die eine attraktive Mama, einen attraktiven Papa haben, oder eine unwiderstehliche, heranreifende Tochter, einen hübschen, vor Energie brutzelnden Sohn, oder eine verführerische Schwester, einen entsprechenden Bruder und so weiter, und ich mich da angezogen fühle, daran bin ich völlig verloren. Wie soll ich an einen solchen Widerspruch zwischen der imperativen Wirklichkeit meiner Biologie und dem im Gegensatz dazu stehenden Bild von Wirklichkeit, das mir vermittelt wird, nicht zerbrechen, nicht psychotisch werden? Außer, das ist dann die Lösung der meisten, ich lebe gar nicht mehr. Ich bin innerlich mehr oder weniger tot. Ich schneide mich vom Problem ab. Ich fühle es nicht mehr. Und wenn ich mich dran wage als Erwachsener, weil es mir innerlich keine Ruhe wächst, lässt, dass ich das alles aufdecken will, entschlüsseln will, kann ich dann die Einsamkeit durch das Ausgeschlossensein ertragen, das den trifft, der behauptet, der König sei nackt. Wenn sich doch alle anderen ausschließlich darin einig sind, dass er angezogen ist. Und das zu ertragen, braucht es schon die Unschuld eines Kindes, wie wir aus der Geschichte wissen. Und genau diese Unschuld ist es, die uns die Aufschlüsselung des Inzesttabus dann zurückbringt. Unschuld folgt aber willenlos den Gesetzen der Anziehung und vor allem den Gesetzen der Liebe. Sie kümmert sich nicht um die Gesetze der Menschen.
um gedankliche Konstrukte, um Bilder, erfunden von Priestern und Göttern vor Tausenden von Jahren, um darüber über die anderen Macht ausüben zu können. Unschuld kennt nur den Leib, den Geist und das Gefühl. Dahin zurückzukehren, das ist die Auflösung des Inzesttabus. Dahin, wo man nur den Leib, den Geist und das Gefühl kennt, nicht die gedanklichen Konstrukte. Dahin zurückzukehren ist auch Vorbedingung für Erleuchtung, für Glück und Freude, für wirkliche Ekstase, für Liebe. Darum muss man dadurch, und eigentlich ist es ganz leicht, diese Konditionierungen sich wieder aufzulösen, sofern man bereit wird, sich den enormen Ängsten, die damit verbunden sind, zu stellen, wird es ganz einfach. Was empfinde ich wirklich? Was will ich wirklich? Diesen Fragen werde ich ganz ehrlich zu folgen beginnen, außen, wenn ich Freiheit will. Was ist die Wahrheit in mir in allen Situationen? Wenn ich meine Fantasien beobachte, die sexuellen vor allem, wenn ich darin wirklich ehrlich bin, werde ich erkennen, dass die Wirklichkeit offen in mir daliegt. Sie ist gar nicht im Unbewussten oder so etwas. Es ist alles da, man muss nur schauen, welche Fantasien habe ich eigentlich. Und dann werde ich sehen, dass mir diese Fantasien erzählen, was ich leben möchte und mich nicht getraue. Was es in mir leben möchte. Und wenn ich dem folge, sofern ich nicht bereits so pervers geworden bin, dass das alles entartet ist in mir, wenn es noch gesund da ist, wie in vielen Menschen, wenn ich dann dem folge, das umsetze, was in meinen Fantasien da ist, dann werde ich frei sein. Auch frei von meinen Fantasien. Wenn man lebt, was in einem da ist, hat man keine Fantasien. Mein Leben ist dann von Taten erfüllt, die allerdings oft nicht die Billigung der anderen finden. Sich vom Inzesttabu zu befreien, das ganz wichtig, um als Versuch Missverständnissen vorzubeugen, heißt nicht, den Inzest zu leben. Das meine ich nicht. Vielmehr bedeutet es, in sich drin die ursprüngliche Kraft der ungerichteten, völlig freien Sexualität wieder aufzuspüren, diese Kraft wieder zurückzuerobern. Gleichzeitig lernt man dabei, der Kraft der jahrtausendealten Konditionierung, die auch in einem da ist, keinen Widerstand mehr entgegenzusetzen, nicht damit in Konflikt zu geraten, sondern diese andere Kraft, die auch unausweichlich in uns gewachsen ist, benutzen zu lernen. Zusammenwirken mit der ursprünglichen, befreiten Kraft der Sexualität in uns, wandelt diese andere Kraft, die Kraft der Konditionierung in uns sich nämlich zu unserer Fähigkeit, ungestüme Kraft der Sexualität zu lenken, ihr nicht willenlos unterworfen zu sein, sondern
sie zu verantworten. Sie zum Beispiel, wenn man das will, und ich denke, wenn man so weit gegangen ist, will man dann das, der Kraft der Liebe gefügig zu machen. Die ganzen Verbote und Gebote und Konditionierungen um die Sexualität und überhaupt sind nämlich nicht etwa falsch, sondern wie ich vorher gesagt habe, für den Erwachten ist alles so richtig, wie es ist, weil es ist folgerichtig. Sie gehören, diese Verbote, zu einem unausweichlichen Entwicklungsweg, den wir angetreten haben, der aber noch nicht zu Ende ist. Und schließlich dann, wenn das alles gesehen und bewältigt ist, wenn man den Weg des Verzichts zu Ende gegangen ist, dann wartet die Erfüllung. Zuerst der Verzicht, dann die Erfüllung. Man isst die Frucht, nach der man sich so lange gestreckt hat. Oder auch nicht. Das ist dann die Freiheit. Man hat die Freiheit zu beidem gewonnen. Man bleibt beim Verzicht, wenn einem das richtig scheint. Man lässt sich gehen im Orgasmus, wenn man so will, wenn die Einladung dazu stimmig erscheint. Man ist ein stiller Genießer geworden. Man genießt alles, das ganze Leben genießt man. Das Verbotene und das Erlaubte, das Richtige und das Falsche, weil Unschuld solche Kategorien transzendiert hat. Es gibt dann keine Unterscheidung mehr zwischen inzestuösen Situationen und anderen Situationen. Es gibt nur noch die unmittelbare Beurteilung durch das liebende Herz. Nicht der Kopf sagt, das ist richtig und das ist falsch, sondern das liebende Herz spürt, hier ist es Stimmung, hier ist es nicht Stimmung. Es ist etwas ganz anderes. Und die Liebe, die kann tun, was sie will, das ist immer richtig. In allem, was die Liebe tut, ist sie berechtigt. Nicht nur die Fülle und die Festlichkeit sind Qualitäten des Allerinnersten in uns, das man auf diesem Weg entdeckt, sondern auch die Kargheit und die Strenge sind Qualitäten des Allerinnersten. Manchmal bringt das Leben das eine und manchmal das andere. Die Regieführung der Lebenskraft ist wunderbar und unglaublich. Alles stimmt. Wenn man da hinein erwacht, sieht man, alles stimmt. Man kann es gar nicht wirklich fassen, nicht wirklich beschreiben, aber dem aufmerksamen und unschuldigen Geist blitzt es dann immer wieder als Wunder auf, wie die Dinge und Geschehnisse in unglaublicher Harmonie ineinander verwoben sind.
wie das Leben letztlich immer recht hat, wie alles zusammenpasst, sich gegenseitig bedingt und befruchtet. Hinter allem Geschehen wird immer wieder der Geist des Ganzen spürbar, die unergründliche Absicht des Universums, die Intelligenz des Kosmos, eine Kraft, die alles lenkt, die uns lenkt. Sie bleibt unfassbar, man kann ihren nicht habhaft werden. Und doch ist sie offensichtlich da, wirkt aus dem Verborgenen, gibt allem Sinn und Berechtigung, ist in keiner Weise versteckt dem Auge, das wirklich schaut. Sie ist das Geheimnis der Geheimnisse. Das ist wirkliche Spiritualität. Heute ist ja der Begriff in vieler Leute Munde. Zu erwachen für den universellen Geist hinter allem materiellen Geschehen, den Geist, der uns lenkt und führt und den wir Menschen völlig verleugnet haben. Auf allen Ebenen unseres Tuns leugnen wir die Existenz einer geistigen Welt oder haben irgendwelche abstrusen Vorstellungen darüber. Wir berücksichtigen die Schicksalskräfte nicht, die Fügung nicht, die großartige Regieführung der Lebenskräfte in keiner Weise mehr. Und doch sind sie da und doch sind wir daran ausgeliefert. Spätestens im Tod, wenn wir in Bewusstsein leben, werden wir es sehen. Dafür zu erwachen, nicht das zu wissen, sondern dafür zu erwachen, das wieder zu fühlen, ist Spiritualität. In seiner Dummheit will der menschliche Geist immer wieder selbst bestimmen, was sein soll. Das ist vielleicht das größte Ding, das man auf diesem Weg zu überwinden hat. Wir sind voller Ideen und Vorstellungen darüber, wie das Leben sich gestalten soll, wie meine Beziehungen auszusehen haben, wie unser Zusammensein sich entfalten soll. Und endlos ist dann das Leiden daran, weil dem nicht so ist, weil die Wünsche sich nicht erfüllen, weil die Konzepte zerschlagen werden vom Leben, weil alles eine andere Wende nimmt, als es mein Wollen und Denken geplant haben. Weise ist der, der erkennt, dass unser Wille sich einzufügen hat, dass unser Denken nur in einem kleinen Winkel operieren darf, im Bereich des Mechanischen, des Organisatorischen, Technischen, dass es sich aber nicht einmischen soll ins Lebendige, ins Beziehungsgeschehen, in die Ordnung des Allerinnersten. Gereift ist derjenige, der eingesehen hat und sich ergeben kann, eingesehen, dass Kräfte der Fügung uns leiten, sich ergeben kann, nicht verändern, das unser Schicksal steuert. Dieses Einsehen gestaltet dann aus der Liebe, mit der es zusammengeht, ganz von selbst das Richtige. Wir brauchen tatsächlich eigentlich keine Gebote, keine Konditionierung, keine Tabus. Sobald wir erwacht sind, mit unseren Kräften selbst umgehen gelernt haben, brauchen wir so etwas eigentlich nicht. Wir trauen uns endlich zu, erwachsen zu sein, liebend zu sein, allein zu sein.
Und die Liebe, die wird keine sexuellen Verbrechen begehen. Da braucht sie kein Gesetz dazu. Alles Leiden kommt zu einem Ende, sobald ein Mensch das lernt, willig mit dem zu gehen, was das Leben ihm bringen will. Bereit ist, sich seine Vorstellungen immer wieder umstürzen zu lassen, neugierig wird auf das Unbekannte, das ihm begegnen, sich ihm mitteilen will und nicht mehr festhält an irgendwelchen Ideen. Warum soll sich ein Leben entsprechend den langweiligen Routinen irgendwelcher bürgerlicher Konzepte entfalten? Warum soll nicht das Unerwartete, das Unvorhergesehene darin einbrechen? Warum soll es nicht regiert werden vom Außergewöhnlichen? Warum sollen Beziehungen so sein, wie wir sie uns denken? Warum haben wir keine Freude daran, ihre völlige Andersartigkeit zu entdecken, in der sie vielleicht erblühen wollen? Warum bestehen wir auf dem biologischen Imperativ, Kinder zu haben, oder weigern uns, ihm zu folgen und überlassen es nicht der Schöpfungskraft, was sie in unser Leben setzen will und was nicht? Warum meinen wir es besser zu wissen, obwohl es so offensichtlich ist, dass wir keine Ahnung haben? Warum sind uns Schicksalsschläge nicht willkommen, die doch von derselben Art sind wie der Einbruch des Glücks, den wir uns ständig wünschen? Oder sind das nur Träume, hätte vielleicht auch das Glück nicht wirklich Platz bei uns, wenn es käme. Aufgrund eines technischen Problems konnte der Vortrag nicht zu Ende geführt werden. Samuel Widmer ließ deshalb den Rest des Vortrages aus dem Manuskript in einer ganz anderen Umgebung. Sich zu ergeben, mit dem zu gehen, was ist. Eine Bereitschaft und Wachheit zu haben, das Wirkliche ergründen zu wollen, einen wachen und freudigen Forschergeist, dem die Wahrheit immer lieber ist als jede eigene Idee, all das geht zusammen mit einer Haltung der Demut. Schlichtheit und Einfachheit kommen daraus, zwei wunderbare Qualitäten des Allerinnersten, die sich erst finden können, wenn dieser Zustand der Konfliktlosigkeit gegeben ist. Der Autoritätskonflikt mit dem Willen des Ganzen, mit dem Ganzen des Seins muss völlig niedergebrochen sein in einem, durch Einsicht ausgelöscht worden sein. Beobachtung muss so weit gegangen sein, bis die Spaltung zwischen Beobachter und Beobachtetem darin schwindet. Der Konflikt mit dem, was ist, kommt darin vollkommen zu einem Ende. Konfliktlosigkeit, diese Facette des Allerinnersten in uns, bringt erst Beziehung zum Blühen, sorgt endlich für ein Leben in Harmonie. Dies ist aber nicht die Harmonie eines erzwungenen Glücks, eines konstruierten Friedens, sondern die Stille einer Ergebenheit in alle Wege des Schicksals. Einfachheit kommt daraus, ein einfaches Leben. Schlichtheit kommt daraus, eine schlichte Haltung allem gegenüber, was uns begegnet.
All das gehört zur Selbsterkenntnis, macht die Schönheit dieses Weges aus. Manchmal lädt uns das Leben ein zu Höhenflügen, zu großartigen Entwicklungen, zu rauschenden Festen. Manchmal scheint es gut für uns zu sein, in der Fülle zu stehen, üppig zu leben, von Reichtum umgeben zu sein. Aber genauso oft bringt das Leben uns karge Zeiten. Es ist dann streng mit uns, hält uns an einer kurzen Leine. Und wenn wir ehrlich sind, werden wir erkennen, dass es uns gut tut, dass wir wachsen daran, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Das Allerinnerste ist auch Strenge, auch Unerbittlichkeit, auch ein Lehrer, der eisern auf das hinweist, was nicht genommen ist. Glücklich ist der, der den Lehrer annehmen kann, ihn überhaupt sehen kann, der dankbar ist für die Lektionen, die ihm weiterhelfen werden. Es ist eigenartig, dass wir die Fülle und den Reichtum mehr lieben als die Kargheit und die Strenge. Ein einfaches Leben ist keineswegs das Schlechtere als ein reiches, erfülltes. Im Gegenteil, entartet alle Schönheit zu Vergnügen. Aller Reichtum zur Respektabilität, wenn wir nicht auch in der Fülle einfach bleiben, schlichte und demütige Menschen. Vielleicht muss uns das Leben deshalb so oft das Karge bieten und so oft mit Strenge kommen, weil wir in der Fülle die Schlichtheit verlieren, weil wir nur im Verzicht, in der Entsagung Demut lernen. Keineswegs ist es so, dass das Reiche, Üppige das Bessere wäre. Der reife Mensch, der weise Geist würde, wenn er eine Wahl hätte, vielleicht das Stille, die strenge Einfachheit, die schlichte Kargheit, dem Glück des Reichtums sogar vorziehen. Aber er hat keine Wahl. Seine Reife, seine Weisheit zeigen ihm, dass Unglück aus allem Wählen kommt. Deshalb nimmt er in stiller Lust alles, was das Schicksal bringt, willig an. Freude und Trauer, Fülle und Armut, Krankheit und Gesundheit. Der Asket, der Mönch, versucht die Einfachheit zu kultivieren. Er entscheidet sich für sie. Das ist aber nicht wirkliche Einfachheit. Einfachheit ist genau jener Zustand, in dem alles Wählen und Entscheiden als unwahr erkannt, als unwirklich abgetan wurde. Wirkliche Einfachheit ist nicht abhängig vom Äußeren, nicht gebunden an die äußeren Bedingungen. Sie bleibt erhalten im Festlichen, lässt sich nicht gehen im Überfluss, bleibt schlicht, weil sie aus dem Innersten kommt, eine Qualität dieses einen ist, in dem der Geist zur Ruhe kommen kann. All das ist Tantra, all das ist Spiritualität, all das gehört zum Weg des Verzichts. All das gehört zum Glück, das aus dem tantrischen Weg, dem Weg des Verzichts, geboren ist.